In der Forschung im Bereich Produktion beschäftigen wir uns mit Fragestellungen, wie kann die Produktion effizient gestaltet werden, wie kann sie kostengünstig gestaltet werden. Es geht also um die Frage, schnell, günstig und billig das zu produzieren, was der Kunde genau will. Über die digitale Transformation kommen neue Herausforderungen an die Produktion. Einmal, dass der Umsatzträger der Zukunft nicht mehr das physikalische, materialisierte Produkt alleine ist, sondern vielmehr digitale Dienstleistungen die Basis sind, für Geld zu verdienen, bis hin, dass auch physikalische Produkte über digitale Dienstleistungen ersetzt werden. Denken Sie zum Beispiel iTunes, das CDs verdrängt hat. Ja, was jetzt gerade zum Beispiel aktuell ist, wir haben ein Reifegradmodell Industrie 4.0 entwickelt. Das ist ein Vorgehensmodell, wo relativ schnell in einem Unternehmen der Ist-Zustand bezüglich der digitalen Transformationsreife im Wertschöpfungsprozess Aussagen getroffen werden können. Wo sollte die Soll-Position sein und welche Maßnahmen sind erforderlich, um von der Ist-Situation zur Soll-Position zu kommen. Zweites sehr nachhaltiges Forschungsprojekt ist, dass wir, was auch hier ausgestellt ist, im Bereich Augmented Reality Assistenzsysteme entwickeln, wo zum Beispiel in der Produktion, in der Montage oder im Maintenance-Bereich Mitarbeiter unterstützt werden. Was ist die nächste Aufgabe? Dann wird ein Vorschlag zum Beispiel mit einem Laserpointer gemacht, wo der nächste Bolzen zu setzen ist und gleichzeitig auch überprüft, ob der Bolzen richtig gesetzt worden ist. Und wenn ein Fehler unterlaufen wird, meldet das System: Achtung, Fehler, bitte korrigieren.